Okay, ein Video mache ich mal noch. Mal sehen, was jetzt noch so passiert. Ach so. Ja, so Nergy-mäßig. Lebt ja sogar noch. Boah, ist ihm sein Eisangriff schlecht. Das Aerial Ace hat Power 60. Das hier hat 65 und das hat 70 und das Dragon ist natürlich total lustig und hat nämlich nur 40. Das ist jetzt nämlich wieder vordefiniert, dass dem die Lähmung nichts ausmacht. Hurra! Ich soll jetzt Explosion kriegen. Ich weiß nicht, ob ich das nehmen soll, wahrscheinlich eher nicht. Aber andererseits, Twister braucht man ja so gut wie nie. Ich habe einige andere im Team, die auch Dragon-Type-Moves haben. Das habe ich genau genommen. Einer von denen in meinem Team, die Dragon-Type-Moves haben, ist sogar selber Type-Dragon. So gut, weg damit. Ich glaube zwar kaum, dass ich Explosion sonderlich oft einsetzen werde, aber auf jeden Fall hat er das jetzt mal. Ich kann halt zum Glück einfach durchlaufen. Hä? Ach so. Kann ich kaum was sehen. Kommt jedenfalls natürlich wieder mein total gecheateter Masterball. Frag mich, ob 895 Stück reichen, um alle Elfs zu fangen, die es so gibt.
ist halt dark. Sieht man da ja echt mal überhaupt nichts. Den habe ich jetzt sogar schon. Mach doch mal Counter. Probier's einfach mal aus. Na klar. Ja, mäßig. Boah, gibt es viele Erbsen. Das hat sich jetzt mal so richtig gelohnt. Na klar. Natürlich ist es wieder so ein Nervkopf. Gleich vier. Okay, also der kann irgendwie überhaupt nichts. Der ist Type Rock und das einzige, was er hat, ist ein Move, der Type Ice ist. Weiß ich natürlich auch überhaupt nicht, was der Gegner für ein Typ ist. Ich tue einfach mal Regen, obwohl es meistens nichts bringt. Tut sie in dem Fall auch nicht. Und ein Payback. Mistball einsetzen, der wahrscheinlich auch überhaupt nichts ändert. Ist der Mistball schlecht? So immer noch Ghostjob, aber was heißt, ich mach das auch nichts. Das ist eben sein erster Elf von 4. Also ich mach nämlich Game Over. Wir gehen jetzt nämlich so langsam die Elfs aus. Ich will ja Explosion einlösen. Versuch's aber mal mit Sandafang. Wen hat's denn jetzt mal gelähmt? Obwohl es hier ja so ist, dass die Gegner Safe State benutzen können und somit dafür sorgen, dass ihnen die Lähmung nichts ausmacht. Leider. Sowas Komisches holt der. Sollte jetzt normalerweise kein so großes Problem sein. Hier ist schon Level 6. Sandafang einsetzen. Ja, anscheinend lähmt es Sandafang den Gegner ja immer. So, hier ist mal Aerial Ace. Mal sehen, ob das was ändert.
Überhaupt nicht. Was ganz komisches. Ich kann nicht wissen, wie hoch dem sein Level jetzt gleich ist. Na, zum Glück nur 5. Ja, die haben so eine komische Fähigkeit, aber das wurde jetzt nur so kurz angezeigt, dass ich gar nicht lesen konnte. Kriegt mich doch! Das hat ja mal viel abgezogen. Natürlich! Der Gegner ist ja sowas von schlau, ey. Ah, das war jetzt auch schon fast mal effektiv. Sonderschock einsetzen. Geht der Erbsenbalken immer so langsam rauf. Aber immerhin hat der Drache den Level geschafft, weil er nämlich super ist. Was komisches. Na toll. Hä? Ach so, weil es der Drache ist. Hä? Na toll, der hat auch noch Speed Boost. Das ist jetzt ganz cheaterig, weil ich den jetzt andauernd nicht treffen werde. Und weil der Gegner nämlich Safe States benutzt, kann er das jetzt so machen, dass ich ihn überhaupt nicht treffe. Aber diesmal hat sie ihn erwischt. Muss ich hoffen, dass ich den schnell wegkriege. Sieht zumindest mal so aus, dass wir dich treffen. Und bumm. Toll. So ein komischer Gurkenball, den ich jetzt natürlich nicht mehr brauche. Schließlich habe ich was viel Besseres. Weil ich nämlich der absolute Obercheater bin. Ich finde ja nur raus, was die Elfs jeweils für Typen sind, wenn ich sie fange. Na, da weiß ich sogar ausnahmsweise mal wieder die Nummer. Dark und Gras. Also eine ganz komische Kombination eigentlich.
Das wäre lustig, ihr müsst eigentlich mal Level schaffen, aber das wird er wahrscheinlich nicht hinkriegen. Es ist auf einmal schneller als der Gegner. Wir sehen, wie wenig Erbsen es jetzt gibt. Nur so wenig. Alter, du sollst da reingehen. Natürlich. Keine Ahnung, was dieser VS-Rekord da machen soll. Kein Plan. Hey, ganz komisch, dass man nicht mehr durch die NPCs durchläuft. Irgendwie will jetzt mal wieder nichts mehr. Keine Ahnung, ist es ein Bug-NPC? Ist ja mal buggig, ey. Was ist denn da los? Vor allem da unten ist es irgendwie auch wieder alles unsichtbar geworden. Da ist echt mal wieder der Bug drin, richtig? Keine Ahnung, was da damit los ist. Hier sieht es wieder buggig aus. Irgendwie ist diese Stadt hier verbuggt. Habe ich so das Gefühl. Sobald ich einmal rausgehe, ist das dann hier so oberbuggig. Vor allem, da ich nämlich hier auch nicht auf Safe gehen kann, weil der Button weg ist, kann ich dann überhaupt nichts machen. Das hat's jedenfalls mal gesaved. Gehen wir mal wieder auf Reset.
Irgendwas läuft da jedenfalls wohl nicht so richtig. Mal sehen, ob es immer noch so verpackt ist, wenn ich da jetzt in die Stadt gehe. Jetzt ist es noch da. Wenn ich hier den NPC anlabere? Ah, das geht jetzt auch. Na toll. Kann ich da jetzt einfach irgendwas hinschreiben, frage ich mich? Leider nicht. Das ist so dämlich. Ganz komisch. Ganz komisch. Weiß ich ja sowieso schon alles. Kann es sein, dass das voll der geklaute Yoda ist? Thank you.
Achso, Moment mal. Ist noch auf Fast gestellt. Mit diesem total komischen Buddhismus-Turm. Sehen, ob ich eine Chance gegen die komischen Buddha-Typis hat. Na toll, ich war nämlich so ein alter Blödi und hab vergessen, mein Team zu heilen. Das bedeutet, der Typ wird mich wahrscheinlich alle machen. Ist das Counter schlecht? Anscheinend hat der Gegner aber nur das Lutschbomb, weil er nämlich so ein Luschi ist. Dann müsste ich den jetzt eigentlich auch so schaffen können. Ja, gar nichts ab. Du Nervkopf. Nö, ist das ein vordefinierter Mofo? Das macht sie jetzt wahrscheinlich immer. Da bin ich auf einmal schneller. Boah, hat das viel abgezogen. Dann wechsle ich doch lieber gleich. Jetzt trifft es auf einmal nur zweimal. Explosion eingelöst! Level abgekriegt.
Böb, ist das lusch. Sieht ja alles überhaupt nichts ab. Das war jetzt mal einigermaßen nützlich. Na klar, es backt schon das Ganze schon wieder rum. Das ist doch Absicht von den Programmierern, oder? Ich meine nämlich gelesen zu haben, dass es irgend so eine Art blöder Kopierschutz ist. So spielt immer absichtlich dann instabil wird nach einiger Zeit. Hier sieht der Typ normal aus. Frag mich, ob er auch wieder rauskommt. Ja, jetzt auf einmal schon. Das ist doch irgendwie total ärschig. Kann ja sogar was Zufälliges kommen. Wie auf einmal pausiert. Lucy natürlich nochmal versuchen, was tot zu kriegen, was er eh nicht hinkriegt.
zieht einfach nichts ab. So ein alter Luschi, ey. Bevor jetzt geht der tot. Was muss der denn schneller sein? Na toll! Toll. Weil mir das ja auch so viel bringt, den Gegner daran zu hindern, seine Fähigkeit zu benutzen. Ganz offensichtlich kommt der gleich ein Solarbeam. Aber wie zum Teufel konnte das eigentlich gerade eben verfehlen? Das ist irgendwie unmöglich, oder? Das hat doch 100% Treffsicherheit. Hey, ja, gell? Wollte ich irgendwas, das gegen den Solarbeam resistent ist? Versuch mal mit dem, aber wahrscheinlich wird er tot gemacht. Na, zum Glück nicht. Du und dein Solarbeam. Kriegst mich ja doch nicht. Das auch noch. Ja.
So, mal sehen, wann der nächste zufällige Absturzbug kommt. Noch sieht alles normal aus. Aber ich habe wirklich den Verdacht, dass sie das extra so gemacht haben. Dass das immer wieder passieren kann. Dass es sich destabilisiert. Test da jetzt mal ein bisschen rum. Indem ich einfach immer wieder rein und raus gehe. Das scheint nichts zu ändern. Irgendwie voll zufällig. Mal beschließt es rumzupacken und mal nicht. Na klar. Okay, und immer so weiter.